So, Leute. Wir gehen auch gleich live. Ich habe gesehen, der Floggy ist schon da. Hallo. Na, wie geht's dir? Und wie geht's den restlichen Zuschauern, die gerade da sind? Ich hoffe, euch geht's gut. So, wir sollen jetzt sozusagen... hier drüben, da waren wir schon. Upoi. Das ist richtig. Wir haben jetzt... haben wir denn im letzten gemacht? Genau. Wir hatten den Spiegel gefunden, den Spiegel der Wahrheit sozusagen. Haben das wahre Gesicht von Iris gesehen. Und wir haben auch Aske und Selan gesehen. Das heißt, die zwei, die sind wirklich ineinander vernarrt. Jetzt gilt es hier hinzukommen. Trotz denen vielmehr. Und rauszufinden, was hier abgeht. Ältest ist. Oh, entschuldigt. Ich habe irgendwie so einen Frosch im Hals heute. Der Älteste ist nach Süden gegangen. Er versucht, den Vulkan zu stoppen. Ein unmögliches Unterfangen. Okay. Das ist schon der Hinweis, den wir brauchen, um hier zu dem Vulkan zu gehen, beziehungsweise zum Drachenberg. Und was sich hier verbirgt, es wird ein Rätsel geben, da werde ich wahrscheinlich lange für brauchen. Allein das Rätsel davor, das wird extrem lange dauern. Ich versuche mich dran. Ich hab's bis jetzt einmal ohne Lösung geschafft. Dir geht's gut, Floggy? Das hört man doch gerne. Also ich lese es gerne. Schon alleine davor das Rätsel, das ist so ein bisschen knackig. Aber das werden wir dann alles noch sehen. Hier kommen wir nicht weiter. Und Nackenlade ist auch schon am Start. Hallo, na, wie geht's dir? Nackenlade der 300 Stunden Zuschauer. Nackenlade und Floggy wollen gleich mal den Boss hauen. Ein Teufelchen Cake ist auch am Start. Hallo. Na, wie geht's dir? So, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe die Nacht Kingdom Comes gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe mir jetzt noch die DLCs dazu geholt. Das heißt, wir haben das komplette Spielerlebnis jetzt offen. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht heute Nacht. Und Floggy lädt sich das gerade runter. Das gibt es nämlich momentan kostenlos auf Epic, beziehungsweise im Epic Store. Und so bin ich eigentlich auch nur auf das Spiel gekommen. Okay, wir gehen aber erstmal hier rum. Ja, genau. Verdammt.
Machen wir es eben so. Haben wir auch alle weg. Ein Echo-Ring haben wir jetzt. Na, dann gucken wir mal, was der Echo-Ring macht, beziehungsweise wenn wir das ausrüsten können. Beweglichkeit, Speedy erhöht, Kampf die Beweglichkeit. Was machst du? Aquata. Nehmen wir den eben. Der Wasserring, der macht uns nicht mehr weiter. Pegasus wollen wir mal noch ein bisschen aufwerten. Oder auch nicht. Ich möchte dann so etwas Extravagantes wie die Gardesklinge wahrscheinlich. Okay. Wir gehen erstmal eine Stufe höher. Hier müssen wir jetzt fliehen, weil wir brauchen das Vieh. Luftangriff. Muss nämlich nach unten fallen. Absolmonster wechseln wir auch wieder. So. Was haben wir hier oben? Ein Weg. Okay. Ein Weg ins Nasse. Das hat gar nichts gebracht. Also gehen wir jetzt hier unten rauswärts und haben einige Gegner. Lamm-Salamander. Oh, den kann ich doch bestimmt mit Frostfee fertig machen. Hallo Champion. Und Flocky hat Hunger. Obwohl noch nichts zu essen bei dir. Phönix. Ich sollte vielleicht mal meine Leutchen heilen. Mhm, noch einmal. Alle haben sie überlebt, sehr schön. Wer war denn jetzt als erstes? Atea war als erstes dran. Jetzt sie als nächstes Valor machen. Wenn sie überhaupt dazu kommt. Warum gab es bei dir noch nichts zu essen? Du musst doch was essen. So, hier greifen wir wieder an. Hier scheint es sehr gut zu sein, wenn man wirklich irgendwie auf Wasser bzw. Eis geht. Mal so ein bisschen den Gegnern etwas Kühle verschaffen. Zack. Einfach mal alle mit einem Schlag down. Ich greife zuerst an Blutdrache. Wir versuchen es weiterhin mit Frostfee. In dem Zauber sowieso relativ geil gemacht. Beziehungsweise geil animiert. Was hier zündet immer noch sehr gut. Eine Zeit an der Arbeit. Das ist schlecht. Okay, gegen den Eindrachen hat es recht wenig Damage. Ist etwas merkwürdig, aber okay. Und 138. Ja gut, der eine Drache ist tot. Was hat sie denn für eine Waffe?
Ach, ein geweihtes Schwert, okay. Wieder noch was gekriegt. Achso, es war die Gadesklinge. Sah jetzt aus wie Schraubstock oder sowas, aber dann ist mir so durch den Kopf gegangen, warum sollte man jetzt noch einen Schraubstock kriegen? Okay, das war nicht mein Haken. Nur hier den. Wir brauchen definitiv noch einen Schlüssel. Blöde Krähe, wir versuchen es einmal mit Frostfee und einmal mit Nobada. Nicht so geil. Frostfee ist auch nur so mittelgeil. Gut, dann muss ich hier die Schwäche noch rausfinden von den Viechern. ...183, auch nochmal 252, Megalanze. Feuer wird es wahrscheinlich definitiv nicht sein, aber wir können mal Drache ausprobieren. Und mit ihr machen wir mal Donner. Also eine kleine Elektroattacke. Wasser sein. Komplett Wasser. Das hätte man jetzt hier zwei Gegner gehabt, wäre es genau dasselbe gewesen. Aber nun gut. Bei dir versuchen wir Frostfee und Donner. Gucken, was besser ist. Ja, Donner ist etwas schwächlich auf der Brust. Ostfee genauso. Gut, dann müssen wir die einfach so fertig machen. Jetzt hätte ich sowas wie Drachentöter, also die eine Waffe, die ich mir eigentlich noch holen wollte, hätte man jetzt gebrauchen können. Albino, hallo, na wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Komm, geh drauf, Heilaura, sehr schön. Und wir haben eine Sternfrucht bekommen. Okay. Ah, oh, geht so. Hört sich ja nicht so berauschend an. Er hat dich geärgert. Dem muss ich wehtun. Wir hätten gern den Passierschein A38. Ja, da musst du aber erst einmal in eine Etage höher gehen, Floggy. Den dort beantragen. Und er zündet Frostfee gegen euch, könnte dann demnach Donner ganz gut sein. Ach, Donner sag ich schon, Phönix. Probieren wir jetzt auch mal aus. Was? Drachen? Okay. Wir lassen einfach beide mal Phönix drauf zünden, weil das ist eine sehr schöne animierte, ein sehr schöner animierter Zauber. Und es bringt so gut wie gar nichts, außer beim Grasdrachen.
Dann wird wohl nicht Donner gut sein gegen das Vieh. So, wenn es nur die Drache, sag ich schon, die Katze ist, dann ist alles gut. Ärgern nämlich meine Fellnasen auch ständig. Ist das hier ein Wasservieh? Ein Wasservieh in einem Vulkan? Okay, warum nicht? Hier haben wir jetzt den Schlüssel gefunden. Sehr schön. Wo ist das Schloss zum Schlüssel? Ah. Ah ja, klar, na komm. Ihr zwei greift an. Du machst Donner auf den und du machst Phönix auf den. Habe ich eigentlich noch genug? Anna? Tränke? Werden wir ja sehen. Was hat er denn angestellt, dass er dich geärgert hat? ...125 und er ist down, 342 und er ist nicht down. Macht er Satansbiss und haut ganz schön den Guy runter. Jetzt doch wenigstens mal heilen können. Kapselmonster. Du machst mal Bomber, du machst mal Götterschlag. Oh. Elektroschock. 110 und 111 Damage. Hunderter. Nicht schlecht. So wie es momentan ausschaut, werde ich dann nach Lufia Donkey Kong spielen. Und der Geil, der überlebt das. Und dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes spielen. Bei dem blauen T-Rex wird er sich der Donner von ein Kapselmonster gut machen. Steven, hallo, na, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Bei Donner brauchen wir nicht nochmal drauf zünden. Ich muss auf die Magiepunkte so ein bisschen achten. Und mein Kapselmonster wehrt ab. Blaus, macht doch nicht sowas. Ja. Oh, das hört man noch gerne. Eigentlich die Gelegenheit noch einmal zu schauen. Füllt MP auf. Und 40. Oh nein, Albino. Das ist ärgerlich. Gut, wir brauchen noch ein paar Magiezauber, Magietränke.
Die holen wir uns mal noch fix, weil den Schlüssel haben wir ja weggenommen, beziehungsweise was heißt weggenommen, gefunden. So, Locki und Engelchen schreiben, ja. Das werden ihre Kinder sein, die da gerade schreiben, also nicht wundern. Hey, was macht denn ihr hier? Jetzt zünden wir erstmal einen Bomber, dann greif mal an, dann machst du mal Tornado und machst mal Valor. Steven amüsiert das auch mit Albino. Sehr schön. Mal ich im Normalfall. Ey, Albino, das kenne ich. Das ist schon alleine, wenn man... Ich kann das absolut nicht leiden. Wenn man irgendwie schon so beim Essen so ein bisschen eng zusammensitzt, dann greift man noch über meinen Teller, weil man irgendwie, keine Ahnung, bei einer Feier zusammensitzt und isst und man den Ketchup haben will, der neben mir steht. Ich kann das absolut nicht haben, wenn man über meinen Teller greift. Das geht gar nicht. So, diesen Megaschwert. Hier gibt man das. Aber wenn er da mit so süßen Babyaugen anblinzelt. Was sind Rubies? Bin noch nicht lange bei Twitch. Steven, Rubies ist meine, sagen, Chat-Währung. Mit den Rubies kannst du unter anderem, wenn du auf meinem Panel, der unten steht, also hier unten, das sind solche Panels, da steht FAQ, wenn du da drauf klickst, kannst du sehen, was du alles damit machen kannst. Die Rubies, die bekommst du, indem du einfach zuschaust. Alle 5 Minuten kriegst du ein Ruby und oder dich an Bosskämpfen beteiligst. Ich glaube, Duellen war es auch, wenn du Ausrufezeichen Duell eingibst und Name dahinter, gegen den du antreten willst. Genauso bei Abenteuer kriegst du auch Rubies. Allerdings kann es auch passieren, dass du bei Bosskämpfen und Abenteuer Rubies wieder verlierst. Also immer schön aufpassen. Was du ebenfalls mit den Rubies dann machen kannst, sind zum Beispiel später, wenn ich es mal wieder mache, Tickets für Giveaways machen bzw. kaufen. Das Gute ist, dich kostet das gar nichts. Alles, was du hier auf dem Kanal machen kannst, ist kostenlos. Items. Deswegen wir eigentlich hier sind. Kraftsirup, Drachenzahn. Greift alle Feinde an. Brauchen wir nicht. Es hier denn nicht mal einen richtigen Itemladen, wo ich mir mal Tränke kaufen kann, unter anderem. Das wäre aber zu schön, um wahr zu sein. Ach, wir könnten ja auch gleich nochmal schlafen gehen. Fällt mir gerade so ein. Mal noch speichern. Steven, wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du sie gerne stellen.
Ich und oder Nackenlader werden dir dann definitiv eine ausführliche Antwort geben. Nackenlader ist sozusagen mein Mod. Er beobachtet so ein bisschen den Chat noch und guckt, dass hier alles einwandfrei funktioniert. Falls du, also es ist eigentlich egal wer, falls irgendwer einen Fehler findet, einfach sagen, irgendwelche Anregungen hat, was ich verbessern kann und sowas. Einfach Bescheid geben. Ich gucke mir das dann an und werde es dann gegebenenfalls verbessern, wenn ich selber halt auch so gut befinde. Uiuiui, ein Überraschungsangriff. Da hört sich gut an. Zack, zack. Tornado vielleicht bei euch. Bei dir, Erdviechter. Nein, ihr seid keine Erdviechter. Was ich als nächstes, beziehungsweise was ich nebenbei noch mache, ich werde neue Panels erstellen, weil die ich jetzt drin habe, die kann sozusagen jeder haben. Und das stört mich ein bisschen. Ich will so ein bisschen was Eigenes hier reinbringen. Deswegen erstelle ich einfach meine eigenen Panels dann. Die dann wie mein Starting Zoom sozusagen oder mein Pausenbildschirm so einmalig sind. Hartstoß. Gut, wir haben wieder eine Sternfrucht bekommen. Spielvorschläge sind erwünscht. Das einzige, wo ich etwas genauer auf Spielvorschläge eingehe, ist auf Discord. Ansonsten könnt ihr Spielevorschläge machen, wie ihr wollt. Venusfliege. Versuchen die mal zu verbrennen. Hier heißt der böse Lord in Shadowgate 64. Die Frage weiß, kann sie gerne mal als... Wer die Frage weiß? Wer die Antwort auf die Frage weiß, ich bin heute irgendwie noch nicht ganz da. Kann es gerne in den Chat reinschreiben und kann 10 Rubies abkassieren. Weil ich da auch schon wieder einen Fehler gefunden hat. Einen Moment, den korrigiere ich. Es ist nur ein kleiner Fehler. Oder er nervt mich gerade. Ah, den kann ich gar nicht korrigieren. Schade. Inhalt, mein Freund. Was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Hier sieht doch auch verdächtig aus. Muss ich hier vielleicht den ganzen Gegner draufhauen? Weil wir kommen ja von unten. Wäre ja eigentlich keinen Sinn. Okay, dann lassen wir das. Außerdem würde uns sowieso ein Gegner fehlen. Und zwar der hier. War er schon. Aufräumen wie ein Bekloppter, bekommst du wohl Damenbesuch.
Na, ich wollte es eigentlich umgehen, aber okay, dann halt nicht. Bei euch war Frostfee, beziehungsweise bei dem einen war Frostfee ganz gut. Engelchen, hallo, na wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Er hat mein Kapselmonster getötet. Den habe ich immer. Nein. Morgen Wurzeltag. Oh, du hast morgen Geburtstag. Und Albino mag mich gar nicht. Merke ich gerade. Von Darksiders habe ich... Dritten? Oder sowas? Also ich habe... mit dem ersten Teil kann ich definitiv nicht dienen. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dass ich mal Darksiders spiele und da so echt verzweifle, werde ich das mal in meine Wunschliste mit aufnehmen. Aber ich glaube, das ist dann mehr ein Spiel, was ich nachts streamen werde. Eigentlich in mir geht's ganz gut. Inai, du bekommst dann bestimmt Besuch von deinen Eltern und so. Wirst du dann morgen auch streamen? Steven, hast du Frage beantwortet? Das habe ich jetzt gerade nicht verfolgt, entschuldige. Wegen Darksiders. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, da gibt's nicht mal einen Purzeltag-Stream. Ist lange her. Shadowgate 64 werde ich irgendwann auch nochmal spielen. Also von daher, seid gespannt. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich hier weiterkomme. Irgendeinen Weg habe ich noch nicht gefunden. Welches Shadowgate hast denn du gespielt? Ach. Na gut, dann hättest du, ja, hast ja recht, dann hättest du mich nicht mögen wollen. Hast ja recht, Albino, hast ja recht. Muss mal schauen, welchen Darksiders Teil ich hier habe. Ansonsten kann ich deinen Wunsch nachkommen. Kannst du mir das dann bitte auf Discord nochmal schreiben? Meine Frau denkt gerade aktiv über
proaktiv Mord nach, irgendwie, habe ich das Gefühl. Irgendwas mit vier Türmen. Das könnte auf ein N64 gewesen sein. Wartet mal, wir machen es anders. So. Bleib's doch bei deinem Bogen. Oh, Magiepanzer. Denke mal, der ist was gekriegt. So. Goldkralle macht geringfügig bzw. 10 Angriff weniger, aber Abwehr nach oben um. Ja. Flammenwand, komm, das nehmen wir mal. Wie wär's mit Breath of Fire? Breath of Fire. Müsste ich mir mal angucken, beziehungsweise schauen, ob ich das hier habe. Ina, du kannst mir das bitte auch nochmal auf Discord schicken. Unter Wünsche halt, also Spielewünsche. Ich werde dann auch schreiben, ja, kann ich spielen oder nee, das wird sich da wohl etwas hinziehen. Und Englische, was meinst du mit warum? Warum meine Frau über Mord nachdenkt? Das liegt daran, weil unsere Nachbarn sie jetzt gerade wieder geärgert haben. Ah, na, oh nö. Das hier ist eins der Rätsel, was ich hasse. Ach verdammt, das fängt doch in der Mitte an. So, hier in der Mitte. Da oben. Oh, geschafft. Sehr schön. Bin mir nicht sicher. Ist zu lange her. Müsste ich vielleicht mal spielen. Ja. Ich meine, sowas wie Castlevania kann man ja immer mal spielen. Castlevania ist auch schon Shadowgate. Weil es ist wirklich ein sehr schönes Spiel, finde ich. Und dann haben wir das auch. Und jetzt kommen wir zu einem Rätsel, was mir sehr viel Kopf zerbrechen wird. Wir kommen bei dem schwersten Rätsel der Welt. Dies ist das schwerste Spiel der Welt. Willst du dich daran versuchen? Ja. Erkläre dir jetzt das Spiel. Du musst die Platte mit... kommt. Ich erkläre es euch mit meinen Worten. Quasi haben wir hier verschiedene Platten. Die Platten, die jetzt hier rot, also die Platte, die jetzt rot leuchtet, die kann ich bewegen. Zum Beispiel diese Richtung. Oder halt nach oben, nach unten, ist egal in welche Richtung. Hauptsache, der Weg ist frei. Albino. Will's erstmal selber versuchen.
wenn ich dann hier kurz vorm Verzweifeln bin, dann muss ich auf Lösung zurückgreifen, ja. Aber ansonsten nicht. Ich möchte jetzt erstmal hier die Dinger Seite bringen. Das bringt eigentlich gar nichts, wie ich das jetzt gerade mache. Nee. Moment, ich hätte da eine Idee. Sind wir aber wieder am selben Ausgangspunkt. Ich hasse dieses Rätsel. Ja, das, so kann das nicht sein. Sechs Stunden später. Ja, das kann sogar durchaus passieren jetzt. Aber Nackenlader, versuch du dich mal hier an diesen Rätsel. Wartet mal, ich kann die zwei jetzt nach oben machen. Da haben wir die eine Plattform schon mal unten. Das schieben wir vielleicht in die mal nach oben. Ihr müsst hier unten bleiben. Albino hat mir schon mal die Lösung geschickt. Nur zur Sicherheit. Steven, danke für deinen Follower. Ja. Ich schieb mal erstmal hier runter. Ich muss versuchen, die Truhe runter mir zu holen. Das war doch irgendwie anders gewesen. Wir schieben das jetzt erstmal hier hoch wieder. Ich weiß, ich mache jetzt erstmal alles retour wieder. Hier rüber. Kann ich euch nämlich hier hoch bringen?
Habe ich mich hier verbaut. Oh. Ich bräuchte euch eigentlich nicht dahinter, sondern ich bräuchte euch hier unten. Heißt, machen wir mal nach hoch. Rüber. Ich muss quasi versuchen, die Kleinsteinchen auf der linken Seite zu lassen und hier die großen irgendwie nach oben verschwinden zu lassen, wie ich es jetzt gerade mache. Aber so komme ich auch nicht weiter. Genau, einfach Ausrufezeichen Rubies eingeben. Super. Und Steven, du störst doch nicht. Wartet mal, mir ist jetzt eine Idee gekommen. Oh. Nach oben, hier noch einmal hier rüber. Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Idee ist, ja? Ich muss sozusagen jetzt mal versuchen, dass ich die Steine, also hier die vier kleinen Steine zusammenbehalten kann. Ohne Telefonjoker. Nee, ich will das jetzt mal alleine versuchen. Ja. Mindestens, dass die über dem Sinn. So. Möchte ich aber Kleinsteine da oben. Müsste ich mal einen hier rüber schleusen.
mindestens ein. Ich weiß, es ist gerade sehr interessant anscheinend für euch. Ja, frei bleiben. Hat sich schon mal jemand an diesen Rätsel hier versucht von euch? Und ich schiebe erstmal hier rüber. So. Gab's nicht mal ein Gameboy-Spiel, wo man Steine verschieben musste? Ja, gab es, aber frag mich jetzt nicht, wie es hieß. Nein, Schatz, es war nicht Tetris. Ja, da hast du recht. Aber das Spiel war nicht gemeint, Schatz. Wartet mal, wir versuchen es mal anders. Kann das nicht anders versuchen? Wir fangen am besten nochmal an. Hier hoch und dich dahin. Ja, das bringt nichts. Ich mach mal hier rüber. Selber machen wir auch hier. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Also hat das nichts gebracht. Warte mal, wir könnten jetzt das so machen. Oh Mann. Das schwerste Rätsel der Welt. Nehmt euch mal hier rüber. Ihr da zur Seite. Unterwärts. Die blöde Truhe einfach nicht nach unten. Ich kann mal noch mal eins untersetzen. So, jetzt habe ich euch da oben, aber das bringt mir genauso wenig.
Ja, ich muss 2 Steine über die Kiste bringen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Der Querbalken, der nervt mich gerade. Schieben wir mal da runter. So, dich zur Seite. So. Unter der Kiste Platz machen. Mhm. Wartet mal, das jetzt hier hoch und hier rüber. Machen wir hier schon mal Platz dann. Da muss ich quasi... Ach Mann, oh. Wie hab ich das denn damals hingekriegt? Hoch mit euch. Mal darüber und ihr hier runter. Dieses Rätsel kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Halt. Dahin, dort. Hier rüber, runter, runter, runter. Wie jetzt erstmal dahinter. So, hier nach oben. Rüber. Ich jetzt hier runterwärts. Jetzt kann ich die Kiste nach oben machen. Ich fange gleich an zu weinen. Könnte ich jetzt so machen, habe ich schon mal die dahinter. Euch hier rüber, runter. Jetzt nervt mich noch da oben das Ding. Muss ich alle 4 Steinchen sozusagen, also die kleinen, irgendwie noch nach unten bringen.
Treppe hochwärts. Ja, ich stehe hier auch wieder ein. Da hinten kriege ich ihn ja definitiv nicht durch. Vor allem die harmonische Musik dazu noch. Das ist nochmal so ein richtig schöner Schlag ins Gesicht. Krieg ich denn jetzt den blöden Stein da raus? Hier oben, das ist der einzige, der mich gerade nervt. Wenn ich den dann einfach nach oben schieben könnte. Hey, warte mal, das bringt mir auch nichts. Ich mal hier hin. Gib euch hier rüber. Wieder der Kleine im Weg. Geht ja auch nicht. So, jetzt habe ich die erstmal wieder hier. Euch nach oben. Habe ich sie unten. Sehr gut. Aber das bringt mir auch nichts. Dieser blöde Flug hier. Wartet mal. Hochwärts vielleicht. Ich habe das Gefühl, ich stehe kurz davor, das Rätsel zu knacken. Aber irgendwo scheitert es gerade. Bringen wir jetzt einfach mal dahin. Aber das bringt mir auch nichts wegen dem, was neben den Truhen. Ich nach oben. Soll ich es machen? Gerne. Mache. Aber wartet mal, jetzt haben wir ja hier die Dinger unten. Wie wär's, wenn wir
bräuchte quasi. Hier hoch. So. Dann stehe ich aber vor dem Problem, dass ich unten das nicht wegkriege. Also quasi, das hier ist das Ding, was mich gerade extrem nervt. Vielleicht. Dann hole ich ja hier die Steinchen wieder nach unten. Das will ich ja nicht. Dann zieht das ja weiter nach oben wieder. Das macht keinen Sinn. Ich hole mal wieder hier runterwärts. Ich nach oben. Die Musik, die harmonische Musik, die macht einen noch fertig. Jetzt nochmal von vorne anfangen, das möchte ich eigentlich eher weniger. Ja, Engelchen, das ist ja richtig, dass das lange nach oben muss, aber weiter wie hier kriege ich es doch nicht. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist es so zu machen, dass die Kleinen jetzt hier komplett nach oben kommen. Aber dann kriege ich das hier trotzdem nicht weiter. Also ist es Quatsch. Ja, Arum, es ist mir ja bewusst, dass ich das an der Seite hochziehen muss. Aber mir fehlt sozusagen ein Feld. Und wenn ich die nämlich jetzt hier rüberziehe, kann ich das nicht weiter nach oben ziehen. Das geht nicht. So. Wenn ich jetzt versuche, beide da hochzudrücken. Komme ich hier auch nicht weiter. Ich weiß, ihr habt alle jetzt die Lösung offen. Das ist mir bewusst. Ich will das jetzt alleine schaffen. Thank you.
Das ist richtig. Du kannst einfach ausschneiden. Englische, wie bin. Also ich da nicht selber drauf gekommen bin. Wenn ich die nämlich jetzt wieder hier nach oben ziehe, bringt mir das sozusagen ja nichts, weil deswegen. So schauen ist immer leichter. Naja, das mag ich jetzt nicht so derbe unterschreiben, dass Zuschauen immer leichter ist, weil man muss sich teilweise auch als Zuschauer ein bisschen konzentrieren. Aber man konzentriert sich halt auch als Zuschauer so ein bisschen. Man macht sich ja genauso Gedanken und einen Kopf wie derjenige, der spielt. Mach Pipi-Pause. Nein, es ist noch keine Zeit für Pipi-Pause. Halt. Oh, dicht da hoch. Ich ganz rüber. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass meine Kästchen, die ich bewegen kann, immer weniger werden. Um Reis weitergehen. Was? Reis? Verdammt. Wisst ihr was? Es ist nicht, dass es euch zu langweilig wird. Ich werde jetzt die Lösung angucken. Quasi hat er das hier drunter. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Engelchen, ich weiß nicht, was du mit mir damit sagen wolltest, aber. Nun gut, machen das so zur Seite. Die Dinger hier runter, du rüber.
Ich jetzt. Was? So. Rüberwärts, runter und dahin. Was ist denn jetzt? Das habe ich. So sieht's gerade aus. So, dann muss ich dich da rüber, so. Hoch, ach, rüber. Selbst wenn du hier die Lösung hast, ist das gar nicht so leicht. Runter. Selbst da oben. Aber irgendwie das Gefühl, das Ding, das will mich verarschen. Das ist echt blöd, weil ich habe hier ganz viele Bilder auf dem Handy. Da musst du immer dasselbe dann erwischen. So. Da bin ich nicht. Da bin ich. Das habe ich jetzt. So rüber. Und ich runter. Zumal sehen die fast alle gleich aus. Dass dein Kopf qualmt. Ja, der fängt gleich an zu qualmen. Ja, warum sollte ich denn das dann erst darüber schieben? Hä? Ich verstehe die Lösung nicht. Ich den Scheiß machen.
Jetzt mal ganz ehrlich. Ich schick euch mal diese Internetseite. Schaut euch das mal an. Und der bleibt ja da oben. So. Da bin ich. Vielleicht euch nach oben so angedacht, damit wir die nach unten machen können. Die zusammen. So sieht das aus. Genau. Durch zwei runter, du hier rüber, du nach oben, hier hin. Einer muss dahin. Jetzt schon wieder da. Ja, so sieht es ja jetzt aus. Wir machen das erstmal wieder alles retour. So. Und da. Ich habe den Faden verloren, trotz Komplettlösung. So. Jetzt mache ich das einfach Bild für Bild. Ich meine, das habe ich jetzt eben auch versucht, aber irgendwie ist da was schief gegangen. So, erstmal zur Seite. Gut dahin, das sieht so aus wie dort. Gut, dann schiebt man das einfach mal ein Stückchen nach oben und da sieht man den anderen Quatsch nicht mehr. So, dasselbe machen wir hier drüben. So. Rüber und da hoch. Ich dahin. Wieder ein Stückchen höher. Oh, meine Nachbarn vergewohltätigen mal wieder hier einen Bohrer.
Auch. Ich runter. Ich zur Seite. Ich nach oben. So. Och Mann. So. Ich noch unten bekommen. Das nervt mich. Weil so sieht das. So sieht's auf dem Bild aus. Dann nach oben zur Seite. Hier, Quatsch. Es nervt mich. Beide und rüber. Und jetzt sind zum Beispiel schon die zwei Hosen, also die zwei langen, auf dem nächsten Bild zusammen. Und das mal nicht nervig ist. So. Mal versuchen, ob es funktioniert, wie ich mir das jetzt so gedacht habe. Weg mit dir. Genau. Und euch zwei runter. Ich komplett rüber. Hoch. Zack. Eins rüber und die zwei hier oben nach unten. Ja, hier kommt ja auch noch mit runter. Und dann noch die blöde Musik. So, einmal versuche ich es noch. Wenn ich es jetzt nicht trotz Komplettlösung hinkriege, lass ich es.
Er nervt mich das Rätsel einfach zu derbe. So, dich rüber, dich hier hoch. Dich hier hoch, hier rüber, dich runter, du nach oben kannst. So. Ich nehme mich zusammen. Gehe ich hier rüber. Ganz runter. So. Eins hoch, du nach links. Außerdem haben sie dann auch schon. Mache doch mal das, was ich will und nicht irgendwelche blöden Steine. Das sieht jetzt genauso aus wie hier drauf. Zwei nach oben. Nehmen wir euch runter. Geben euch hier rüber. Hallo Lord Baal, wie geht es dir? Ich bin gerade hier so ein bisschen am Verzweifeln. Trotz Komplettlösung kriege ich dieses schöne Rätsel nicht hin. Ne? Hier rüber geschoben. Sieht das jetzt momentan so aus wie hier drauf? Ich nach unten lieber. Rüber. Mir geht's gut. Ein wenig müde. Ja, das kenne ich. Kannst du dahin? Ist das denn gemeint?
ich hier rüber? Mensch, hör doch mal auf hier. So ist es jetzt auf dem einen Bild. Naja, wartet mal. Ich hier hoch, ich hier rüber. Unterwärts, unterwärts. Genau. Was? Ich hier unter hochwärts. Also jeder, der Lufia spielt, empfehle ich dieses Rätsel. Wieso soll ich das denn erst so machen, wenn ich das sowieso aufmache? Das dann hier rüberschieben soll? Haben sich jetzt da geändert? Also, pass mal auf. Auf den Bildern sieht das so aus. Dann soll ich die hier hochschieben, damit ich den nach unten schieben kann, dass ich die schon nochmal hier oben hin tun kann. So sieht das jetzt auch dort aus, auf den Bildern. So, dann soll ich die wieder zurückschieben, damit ich den hier rüberschieben kann. Euch jetzt hier hoch machen. Dann wieder hier drüben runter. Also jetzt verstehe ich das ja auch wieder hier. Aber den einen Move und vorhin, den habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich das machen soll. Euch hier hoch. Damit nur oder ihr dahinter könnt. Euch hier hoch. Ja, rum da da da. Ich weiß. So. Damit ich euch hochbekomme. Ihn hier rüber zu bringen. So, Amos. Jetzt geht mir bloß nicht nochmal mit dem Kack hier auf den Keks. So. Oh. Du bist wirklich ein schlauer Kerl. Ja, danke. Selbst mit Komplettlösung.
Und dann kriegt man nur so einen Blödsinn wie ein Megaschild. Eine Götterrobe. Legendenhelm. Und ne, das Echsenex. Drachenherz. Dreimal stärker als die normale Attacke. Wirksam gegen alle Drachen. Götterrobe. Legokraft 4. Boomerang. Der Angriff des Gegners werden für kurze Zeit mit halber Kraft zurückgeschleudert. Katada hat geholfen. Anscheinend ja. Stellst bitte mal deinen Bogen. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal eine kurze Pause machen. Und. Ja, da, da, da. Jetzt machen wir eine Pause. So. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also bis gleich.
So, da bin ich wieder. Und es ist schön, dass es euch interessiert, wie ich hier was mache. So, weiter geht's. Wir haben ja jetzt das schwerste Rätsel der Welt geschafft. Also so heißt es zumindest hier. Und das S-Kraftring, okay. Heilsirup brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt Valor. Und Wunderring. Kraft. Ja gut, geht man. Du machst einen Wunderring, geht Beweglichkeit runter. Ja gut. Also unten. Warte mal, wäre Schutzring nicht besser für dich? Macht der Wunderring Spiegel. Reflektiert Magie. Und das machen wir mal bei ihm rein. Ein Hydrastein. Ich glaube, den hat man schon mal. Der ist gar nicht so gut, glaube. Er macht die Magieabwehr. Nach oben, was macht ihr? Nee. Auf jeden Fall werde ich die Kapselmonster noch nach oben schrauben. Megalanze. Runendegen. Engelchen, das kam zu spät. Work. Löwenherz. Ach komm. Goldband. Gut. So, Kraftring findet er nicht gut. Das findet er gut. Was geht man, kann er denn noch fressen? Zauberfrucht vielleicht. Bombastisch! Oh, da haben wir es doch gefunden. Mal gucken, in was sich Pegasus noch entwickelt. Okay, das finde ich jetzt verstörend. Er sitzt auf seinem Eckle. Wir entwickeln den gleich noch weiter. Und er wird ein Drache. Oh, schön. Kriegt man bei dir Zauberfrucht? Ist bombastisch. Die Zauberfrüchte sozusagen die Geheimwaffe für Entwicklungen? Wer weiß. Vielleicht hier. Er entwickelt sich mit einer Feuerfrucht. In einen kleinen Fischmensch. Nackigen Fischmensch. Wie auch immer. Versuchen wir nochmal hier die Zauberfrucht. Die geht ganz gut. Nächste Entwicklung.
Müssen wir hier testen. Ich habe die ganzen Entwicklungen jetzt nicht im Kopf. Wo, wann, wer nach oben geschraubt wird. Halt. Ich vielleicht. Ach, Götterfrucht ist es bei ihm. Bei Micha ist es die Götterfrucht. Und er entwickelt sich auch zu so einem Drachen. Muss man dich nur noch irgendwie nach oben schrauben. Okay, Sternfrucht ist abgefahren. Mindestens eine Zauberfrucht müssen wir noch behalten, aber ich glaube, die machen wir erstmal mit. Wir machen erstmal weiter. Ich habe nämlich eine andere Idee, wie man den nach oben schrauben können. Und wir haben vergessen, das Kapselmonster zu wechseln. Jetzt ziehen die nur noch 60 bei Selan ab. Das ist sehr nice. Als Kechel habe ich mir sogar mal die Mühe gemacht, die ganzen Kapselmonster noch auf 99 hochzudreschen. Es war eine verdammt harte Arbeit gewesen. ...323er Damage, 272er. Muki-Wert ab. Und das Kapselmonster gleich mal wieder wechseln. Der könnte auch mal noch ein bisschen Kraft gebrauchen. ...321, sehr schön. Oben ist noch eine Höhle. Gorgonenstein. Wir geben den Gorgonenstein. Was macht denn der? Wirbelaxt. Geben den jetzt mal Selan. Und den anderen Stein, den wir jetzt hier dazu gekriegt haben, Löwentatze, geben wir einfach mal Mucki. Ich höre gerade, meine Katze fängt wieder an zu stänkern. Och. Uff. Bombe da oben explodiert. So. Ab zum Alten. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber hier ist es sehr gefährlich. Gleich kommt der Drache zu. Also geht besser, solange ihr noch könnt. Was sollte ich eigentlich zu dir sagen? Für einen Alten ist es gefährlich.
dich hier auch herumzutreiben. Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Maske. Aha. Das ist also der Drache. Geht schnell. Keine Sorge, alter Mann. Wir sind auch keine gewöhnlichen Leute. Nicht wahr, Aske? Genau. Und alle Gegner werden getroffen. Höllenflammen. Den hauen wir jetzt einfach mal alles, was wir haben, vor den Kopf. Mal schauen, wie weit wir da kommen. 162. Okay. Feuerhauch. Und wir haben schon wieder das Kapselmonster vergessen zu wechseln. Götterschlag macht knappe 500 Drachen. Oh, 2130. Finsternis 81. Igel einfach mal. Aus mal Panzer rein. Erhöht den Kampf die Abwehr besonders stark. Und wir geben unseren Leuten noch ein bisschen Geschwindigkeit. Phönix. Da scheint sehr viele Zauber zu machen, deswegen trifft sich das gut, dass wir dann gleich den Spiegel drin haben. Courage. War ja klar. Gut, dann können wir Valor machen. Und du machst einfach mal Frostfee. Bin immer noch nicht schneller als der. Und schon sind wir wieder komplett hochgeheilt. Mit 2 greift an. Du Mars. Frostfee, genauso wie du. Sind wir alle glücklich. Und können gleich nach Hause gehen. Sagt denn mir keiner, dass ich meine Kamera mal verschieben sollte? So. Danke, Schatz, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ostfee und Valor. Bitte größer, zu klein. Was, meine Kamera ist zu klein? Aber wenn ich die jetzt zu groß mache, dann seht ihr ja nichts mehr von dem... Oh, Statue. Seht ihr ja nichts mehr von dem Spiel. Wer seid ihr? Ich spüre eure Kraft. Ich bin ja sowas von sensibel. Du kannst die Energiewellen spüren? Ich habe euch gesagt, dass ich kein gewöhnlicher Mensch bin. Ihr seid also die Krieger, die die Höllenfürsten bekämpfen. Ja, das sind wir. Das habe ich mir schon gedacht. Ihr solltet nach Aquataria gehen. Aber leider ist das Menschen nicht möglich. Wieso? Wenn ihr wieder mal nach Chatar kommt, dann besucht mich doch. Klar, das werden wir tun. Kann euch vielleicht helfen, nach Aquataria zu gelangen.
Den Rest besprechen wir bei mir. Gut. Ich gehe jetzt zurück nach Chata, damit man auch ja nicht vergisst, wie die Stadt heißt. Ich hasse Hitze. Ich kann sie nicht sehr lange ertragen. Mach's gut, alter Mann. Und wir werden jetzt erstmal flüchten, wollte ich sagen, aber fluchten wäre bald rausgekommen. So, Valor, du machst Frostfee und du machst auch Frostfee. Lord Baal, habe ich dich eigentlich begrüßt gehabt oder habe ich das vergessen? Wenn ja, dann tut es mir wirklich leid. Opoi. Engelchen, der Held von Secret of Mana, heißt nicht Popoi. Ich meine, ja, tut sich gerne mal als Helden aufspielen. So, Edgar Boot. Sechshundertachtundvierziger Damage, das ist abartig. Ah, sehr gut. Mich immer etwas blöd, wenn jemand hier reinkommt und mir zuschaut und ich ihn nicht begrüße. Erstmal gehen wir schlafen. So, dann gehen wir hier hinten ab und gucken. 45.000er. Wir gehen in die zweite Stadt. Weil jetzt möchte ich das Kapselmonster komplett voll haben. Tarika. Jetzt möchte ich sie halt komplettieren, die Kapselmonster. Dass wir alle Kapselmonster auf höchster Stufe haben. Wir testen erstmal Apfelsaft. Es wäre ja ein bisschen blöd, wenn man jetzt die arme kleine Rübe. Er findet Apfelsaft ekelhaft. Wenn wir die arme kleine Rübe nicht auf Max hochhauen. Muss ich mir allerdings was anderes überlegen. Ab nach Chata. Halt hier. Was? Achso, es sind 11. Müssen wir mal schauen, ob ihm das schmeckt. Megaschwert, unglaublich. Ich hoffe mal, dass wir ihn mit den Zauberfrüchten jetzt komplettieren können, weil einmal braucht er, glaube noch. Randy ist richtig. Einmal braucht er noch die Zauberfrucht, dächte ich.
6. Gott, nix. 5. Ah, Mucki tut mir so ein bisschen Kopfzerbrechen gerade. Ja, glaube. Also können wir ihn noch zweimal so eine Frucht geben. Jetzt noch einmal. Jetzt müssen wir gucken, was wir ihm geben. Findet er ekelhaft, das auch Götterfrucht vielleicht. Darmfrucht ist abgefahren. Damit können wir dich zukleistern. So, jetzt hat er seine vorletzte Evolutionsstufe erreicht. Es ist einfach... Wenn er jetzt noch sagen würde, dumm, dumm, gib mir gumm, gumm, dann würde ich jetzt anfangen mit Lachen. Ah, Sonnenfrucht war's. Die wir bei ihm noch brauchen. Okay, jetzt haben wir alle Kapselmonster auf der letzten Evolutionsstufe. Sehr schön. So schnell kann's gehen. Bloß wir sollen jetzt zu dem alten. Wir speichern zwischendurch einfach mal. Bist du ja. Aber was wolltest du vorhin mit mir reden? Naja, über das Lufia-Schwert. Hast du schon einmal davon gehört? Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber die Legenden von Lufia-Schwert wurden uns oft erzählt. Ich will alles wissen. Auch das kleinste Detail könnte mir weiterhelfen. Man sagt, die Königin von Aquataria weiß, wo das Lufia-Schwert ist. Aquataria? Wie komme ich dahin? Im Nordosten befindet sich eine halbmondförmige Insel. Der Eingang nach Aquataria befindet sich unter der Insel im Meer. Aquataria ist die Stadt der Nixen. Eine Nixenstadt? Ja, Aquataria gibt es einen Schrein. Dort soll sich ein Schwert befinden. Du meinst das Lufia-Schwert? Ja, vielleicht. Es ist schwer zu glauben, dass es tatsächlich eine Nixenstadt unter dem Meer gibt. Ja, aber ich habe bewiesen. Okay. Ja, aber ich habe bewiesen, dass es sie gibt. Ich war schon dort. Hui. Die Aquaperle ist der Schlüssel nach Aquataria. Diese Perle, der Schlüssel zur Stadt der Nixen? Nimm sie an dich. Wirklich? Sicher bedeutet sie dir viel. Ich möchte, dass du sie an dich... Brauche die Perle nicht mehr. Danke, vielen Dank. Okay, na dann. Suchen wir jetzt mal die Halbmondinsel. Es ist eigentlich schon fast so weit, dass man sogar das Ende einläuten kann. Soweit ist es nämlich nicht mehr, bis wir das Ende erreichen. Zauberladen. Nee, hier ist das Bettchen. Hier tun wir nicht übernachten, das wird feucht fröhlich. Hier ist nun
stinknormales Häuschen. Habt ihr denn keine Zauber oder sowas? Och, ihr seid ja Menschen. Wollt ihr bei mir etwas kaufen? Nein. Eronenschwert. Kaufen wir uns. Das kriegt Guy. Kriegst du. Das kriegt noch Guy. Ritterschild lassen wir mal. Jetzt können wir nämlich auch unsere Items einfach mal verkaufen, die wir besitzen. Weil wir brauchen sie jetzt nicht mehr für unsere Kapselmonster. Ich bin Marla, die Königin von Aquataria. Wie konntet ihr das Tor der Unterwasserhöhle öffnen? Der Älteste in Shaddaa vertraute uns diesen Schlüssel an. Der Älteste in Shaddaa? Wie geht es ihm? Er lebt mit seinen Enkeln zusammen und scheint sehr glücklich zu sein. Das ist schön. Kennst du das Lufia-Schwert? Jetzt weiß ich, warum ich die Energie gefühlt habe, seitdem du in Aquataria eingetroffen bist. Seid ihr diejenigen, die den Höllenfürsten ein Ende bereiten wollen? Kannst du hell sehen? Wer weiß? Wir sprachen gerade von dem Lufia-Schwert, oder? In dem Unterwassertempel gibt es ein glänzendes Schwert. Vielleicht ist es das Lufia-Schwert. Wo finde ich diesen Tempel? Nördlich von hier gibt es 3 kleine Inseln, die einen Kreis bilden. 3 Inseln, die einen Kreis bilden. Der Eingang zum Tempel befindet sich in der Mitte des Kreises. Keiner weiß, wer diesen Tempel gebaut hat. Ihr solltet dorthin. Ja. Ihr wollt dorthin. Ich verstehe. Königin, die Strömung des Meeres hat sich völlig verändert. Die Strömung? Ja, ohne Vorwarnung. Wie verläuft die Strömung jetzt? Das kann man nicht sagen. Sobald man von der Strömung erfasst wurde, wird man mitgerissen. Ich könnte wetten, die Strömung führt bis an die Höhle. Königin, es ist zwar noch nicht sicher, aber... Aber was? Prinzessin Piara wird vermisst. Wir nehmen an, sie wurde von der Strömung erfasst. Piara? Wir werden ein Rettungsteam aufstellen und es sofort in die Höhle schicken. Nein, das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Aber... Außerdem soll der Geisterkahn, okay. In der Nähe der Höhle gesehen worden sein. Königin, ich verstehe. Wer ist Piara? Piara ist meine Tochter. Die Prinzessin von Aquataria befindet sich in Gefahr. Entschuldigt mich jetzt bitte. Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Willst doch wohl nicht in die Höhle? Nein, das wäre Selbstmord. Wir wissen außerdem noch nicht, ob Piara wirklich in der Höhle ist. Entschuldigt mich jetzt. Nein, sie geht nicht in die Höhle. Die Königin geht zur Höhle. Ich bin mir ganz sicher, eine Frau kann so etwas fühlen. Sie hat aber doch gesagt, sie würde nicht gehen. Keine Mutter würde jetzt still sitzen bleiben, wenn ihr Kind in Gefahr ist. Mich beunruhigt die Strömung. Etwas scheint im Meer vorzugehen. Etwas Böses treibt sein Unwesen. Kann sein. Gut.
Dann werden wir mal dorthin fahren. Nein, was anderes bleibt uns ja sowieso nicht übrig. Finden und da oben haben wir sie. Das gefallene Triforce. In der Wasserhöhle zum Tempel. Schup. Wieso, das ist sehr gefährlich. Geht bitte wieder zurück in eure eigene Welt. Dazu reicht unsere Zeit nicht mehr. Stimmt. Ja, dann komm her, du Olokan, du. Halt. Frostbeule, Feuersturm. Götterschlag. Und du lässt doch mal ein bisschen Gewitter runtersegeln. Also 237er Damage. 632, okay. 1056. Götterschlag. Die 1100 den ab. Ist ja gut. Ja, und Frostbeule, naja, so mittelgeil. Und der Geisterkahn, der dürfte eigentlich auch bald down gehen. Und Selan ist verwirrt. Und Selan ist nicht mehr verwirrt. Du machst bitte jetzt mal Phönix. Wir zünden jetzt einfach mal das blöde Schiff an. Den Geisterkahn. 515 Damage. Ein neuer Boss wurde gesichtet. Und er ruft wieder Verstärkung. Der Geisterkahn dürfte eigentlich jetzt auch bald wieder fallen. Er hat ja schon genug Damage abgekriegt. Und viel kann er eigentlich auch nicht. Durch Atea greifen wir halt auch alles an gleichzeitig. Und er ruft wieder Verstärkung. Der Geisterkahn ist down. Gott Ball möchte den Bosskampf machen. Die Strömung hat sich wieder normalisiert. Hat das Geisterschiff an allem Schuld? Königin, bist du unverletzt? Ja, aber ich habe euch gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Wir sind doch keine Feiglinge. Wir müssen unsere Königin und unsere Prinzessin doch beistehen. Ihr seid solche Dickköpfe. Ich danke euch trotzdem. Vielen Dank. Man hat mir erzählt, dass alle Menschen Egoisten seien. Ihr habt mich von Gegenteil überzeugt. Von Geisterteil überzeugt, okay. Es gibt schon einige Egoisten unter den Menschen. Aha. Und bei den Elfen gibt es da etwa keine Egoisten? Nur wenige. Ja, weil es nur wenige Elfen gibt. Der Geil sich dann immer mit Atea jetzt anlegen muss. Das reicht jetzt. Sie meinen das nicht im Ernst. Immer nur Spaß. Wirklich? Ja, das machen die beiden ständig. Sehr interessant. Kein Wunder. Warte mal, die hat eine andere Stimme. Kein Wunder, dass euch der Älteste in Tata den Schlüssel gegeben hat. Er ist viel wert, oder? So viel wie das Leben von die Strömung.
glaube nicht, dass das Geisterschiff die Strömung verändert hat. Auf! Wir müssen sie retten! Nur die Ruhe! Das sind Nixen, die werden nicht ertrinken! Lass uns losgehen und nach dem Lufia-Schwert suchen. Hier ist es jetzt eigentlich Wurst, welchen Strudel man nimmt. Wir führen uns alle quasi in dieselbe Richtung. Unterwassertempel. Seid ihr in Ordnung? Ja. Ja, scheint so. Die Strömung hat uns direkt hierher gebracht. Ich bin wirklich froh, dass wir alle wohlauf sind. Freut euch nicht zu früh. Was meinst du damit? Fühlst du es denn nicht, Selan? Konzentriere dich, Selan. Hier ist diese Energie. Die Energie des Bösen? Ja, hier muss einer der Höllenfürsten sein. Königin, wir müssen jetzt gehen. Wir werden den Ausgang suchen. Seid vorsichtig. Ich kann etwas Gefährliches fühlen. Dann sollten wir uns beeilen, den Ausgang zu finden. Dieses Gebäude könnte es sein. Auf geht's. Oh nein! Nur wenige Auserwählte dürfen hereintreten. Ihr scheint nicht dazu zu gehören. Wer bist du? Wenn du es wissen möchtest, dann komm. Doch mach dich auch auf dein Ende gefasst. Warum hast du meine Nixen das angetan? Ich werde dir nie verzeihen. Nein, geh da nicht hin. Vorsicht. Narkose. Mutter. Es geht ihr gut. Sie schläft nur. Bist du sicher? Ja, suchen nun den Ausgang und macht, dass ihr verschwindet. Was ist mit euch? Wir werden reingehen. Ich dachte nur, Auserwählte dürfen... Wir sind die Auserwählten. Wir sind in der Lage, die Höllenfürsten zu besiegen. Ihr habt die Kraft, um die Höllenfürsten zu besiegen? Wurde euch die Kraft von Überwesen verliehen? Das Leben wurde von den Überwesen erschaffen. Doch dann... müssen sie auch das Böse erschaffen haben. Ja, das könnte so stimmen. Warum wurde uns solche Kräfte in die Wiege gelegt? Das werden wir noch früh genug feststellen. Okay. Upp. Ui. Wir sind hier jetzt eigentlich nicht am Ende. Ist dies das Lufia-Schwert? Was ist das für ein Geräusch? Das Schwert, es singt. Es ist verstummt. Der Gesang galt nicht mir. Aske. Was ist? Arek hatte recht. Es gibt tatsächlich einen Sterblichen, der das Schwert erklingen lassen wird. Lassen kann, nämlich du. Okay, das ist auch wieder so ein bisschen komisch, weil gehört nämlich zum Höllenfürsten mit rein.
Wie ist dein Name? Ach nee, er ist es. Ich bin Daos, Meister des Terrors und Herr der Qualen. So möchte ich demnächst auch begrüßt werden. Bin der Fürst der Höllenfürsten. Der Anführer der Höllenfürsten. Wahrlich, das bin ich. Warum willst du die Welt zerstören? Warum vernichtest du ohne Grund? Loki, danke für deinen Host. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Das Schwert ist der Grund. Wie meinst du das? Naja. Wieso nur naja? Das Lufia-Schwert wurde in der Hölle geschmiedet. Und nun hat es begonnen zu singen. Mir geht's ganz gut. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass ein Sterblicher existiert, der die Macht hat, uns zu bekämpfen. Er steht vor dir. Die Starken werden die Welt beherrschen. Wir, die Menschen, sind stark. Ja, alles klar, Loki. Na, mit diesem von deinesgleichen geschaffene Waffe werde ich dich bezwingen. Lufia-Schwert ist verschwunden, doch warum? Du bist des Schwertes nicht würdig, Sterblicher. Nein. Ohne das Schwert bist du ein Nichts. Du wirst unsere höllischen Herrschaft dulden müssen. Oh. Ist das wirklich Chatta? Ich glaube, Daos hat uns hierher geworbt. Warum nur? Da seid ihr. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr das Land der Nixen gefunden? Ja. Huch, es wird dunkel. Dort, schaut nach oben, eine schwebende Insel. Was? Oh je. Hört mich an, Menschen der Erde. Ich bin Daos. Der Meister des Terrors und der Herr der Höllenfürsten. Ihr, die nur den Frieden wollt, habt den Glauben verloren. Nun erfahrt, was Terror bedeutet. Oh nein! Warum hat er uns bloß hierher gebracht? Das werde ich ihm nie verzeihen. So einfach kommt er mir nicht davon. Seht ihr nun, wie schwach ihr seid? Wenn du kämpfen willst, dann kämpfe mit uns. Nur ein Feigling vergreift sich an Wehrlose. Du Wurm, hast etwas zu sagen? Dann komm hier herauf und rede mit mir. Das werde ich. Er fühlt sich ein bisschen sicher auf seiner schwebenden Insel. Aske, was sollen wir tun? Die Insel befindet sich am Himmel. Verflixt, können wir denn nichts dagegen unternehmen? Was soll ich nur tun? Oh, oh, oh. Mir fällt da jemand ein, so spontan, der uns vielleicht helfen könnte.
Der verbirgt sich in Baleara. War das Baleara? Ich glaube, das war Baleara. Nee, das war nicht Baleara. Ah, Portravia war das. Dum, 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 dum. Erst einmal gehen wir schlafen. Und dann gehen wir speichern. So. Was hast du denn hier? Magienadel. Halt Lähmung. Nee, die brauche ich nicht. Auch irgendwas, was eigentlich mal meine Magiepunkte nach oben schraubt. Aber das wäre ja vielleicht zu viel verlangt. Oh, Aske, du bist sicher wegen der Todesinsel hier? Todesinsel? Ich habe gedacht, es wäre besser, dem teuflischen Ding einen Namen zu geben. Lexis muss auf die Todesinsel. Ich habe keine Wahl. Das habe ich mir bereits gedacht. Und habe in Plänen gearbeitet. An Plänen gearbeitet? Um Exerion in die in ein Luftschiff zu bauen. Bitte? Das Schiff soll in die Luft liegen? Nicht fliegen, fahren. Wir werden Exerion an einen riesigen Ballon hängen. Aber wir brauchen einen anderen Motor. Der alte wird nicht ausreichen. Könntest du noch einen Motor entwickeln? Ja, aber es würde zu lange dauern. Also ist die Sache aussichtslos, oder? Nein, nicht wirklich. Es gibt noch eine kleine Chance. Welche? Im Norden liegt das kriegerische Königreich Taru. Ihre Technologie ist sehr weit fortgeschritten. Sie sollen große, kraftvolle Motoren haben. Aber wenn die große und kraftvolle Motoren haben, ist das ja nicht Lexis seine Erfindung, oder? Damit treiben die ihre grausamen Panzer an. Meinst du, die geben uns einen Motor? Nein, bestimmt nicht. Gerüchten besagen, dass Taro die Welt erobern will. Schon wieder ein Verrückter. Wie bekommen wir dann den Motor? Wenn es... Was sagtest du gerade? Nein, das kriegen wir anders, Schatz. Wenn es auf die freundliche Art nicht funktioniert, dann... Stimmt. Es wird uns leider nichts anderes übrig bleiben als... Als was? Hast du etwa eine Idee? Naja, wir könnten uns den Motor ausleihen. Ohne Erlaubnis. Bei uns zu Hause nennt man das Diebstahl. Und wenn wir erwischt werden, wo ein Schwert ist, findet auch bald ein Weg. Weiß nicht so recht. Dieses Königreich Taru will die Welt erobern. Und wir kämpfen für den Frieden auf dieser Welt. Also können wir uns doch von diesem feindlichen Land einen kleinen Motor ausleihen, oder nicht? Überredet Lexis. Wie kommen wir nach Taru? Das wird bestimmt nicht ganz einfach. Also wie nun? Man sagt, es gibt einen geheimen Weg nach Taru. In der Nordhöhle
In Danubia nicht noch ein weiterer Weg? Das könnte durchaus sein. Wir werden das überprüfen. So. Was war Kazooie in Banjo-Kazooie? Welche Art Lebewesen war es? So. Aber Leute, seid mir nicht böse. Ich werde jetzt schon mal den Stream beenden. Ich weiß, es ist eine Viertelstunde früher. Aber um das jetzige Kapitel noch zu schaffen, habe ich jetzt leider keine Zeit. Weil es geht dann doch etwas länger. So, wir haben noch jemanden zum Raiden. Maverick und Flex habe ich jetzt leider nicht gesehen. Doch, Flex ist online. Wir werden rüber zu den Flex schauen. Der hat mich nämlich auch schon geradet. Keine Angst, ich werde noch den Kampf... Lord Ball, ich werde noch abwarten, bis der Kampf zu Ende ist. Das ist überhaupt kein Thema. Lex spielt Mordhau. Okay. Auch immer das ist. So. Auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Chat-Aktivität. Und Steven, danke für deinen Follower. Loki, danke für deinen Host. Und ich weiß nicht genau, ob ich es morgen schaffe, zu streamen, weil ich morgen etwas früher auf Arbeit muss. Ich werde es allerdings versuchen. Kann allerdings auch sein, dass ich dann sage, gut, ich kann jetzt nicht bis 19 Uhr durchmachen. Ich kann jetzt wie heute zum Beispiel nur bis 18:45 oder so. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, danke für die Chat-Aktivität, für die Unterhaltung, die ihr hier geleistet habt. Vergesst nicht auf Discord noch abzustimmen, welches Spiel ich dann nach Lufia spiele. Heute wird es noch ein Stream geben, heute Abend oder beziehungsweise die Nacht. Und zwar werde ich Kingdom Comes weiterspielen. Und bei Flex werde ich auch noch einen kleinen Moment da sein, aber nicht allzu lange. Und ja, bis dahin sage ich erstmal Tschüss, bis dann.